In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man mittels Integralrechnung die Fläche zwischen zwei Funktionen bestimmen kann. Zu der Problematik. Wie hilft uns das Integral dabei? Folgende Situation. Wir haben zwei Funktionen abgebildet, f von x und g von x. Was wir wollen, ist die Fläche hier dazwischen zu bestimmen. Um das Integral nutzen zu können, brauchen wir zuerst Grenzen. Ich glaube, ganz gut erkennbar. Die Grenzen sind in diesem Fall die Schnittpunkte der zwei Funktionen. Dafür müssen wir die Funktionen gleichsetzen, f von x gleich g von x, und mit bekannten Lösungsansätzen wie Mitternachtsformel, also ABC-Formel oder Satz vom Nullprodukt, kann man diese Grenzen meistens sehr einfach ermitteln. Wir gehen davon aus, dass wir sie jetzt bestimmt haben. Die eine liegt bei minus 1,2 und die andere Grenze bei 1,2. Das bedeutet, als Ansatz können wir ein Integral von minus 1,2 bis 1,2 aufstellen. Und jetzt, um die Fläche dazwischen zu bestimmen, müssen wir immer die obere minus die untere Funktion rechnen. Die obere Funktion, ganz gut erkennbar in diesem Bereich, ist die g von x minus die untere ist f von x dx. Dieses Integral tut man zusammenfassen, beziehungsweise die Funktion, und dann mit dem Hauptsatz der Integralrechnung kann man das problemlos auflösen. Wie das genau funktioniert, sehen wir jetzt gleich anhand eines Beispiels. Wie bereits angekündigt, werden wir uns als nächstes ein Beispiel anschauen, ungefähr auf Abiturniveau. Wir haben zwei Funktionen f von x und g von x und unser Ziel ist, die Fläche zwischen diesen zwei Funktionen zu bestimmen. Dafür brauchen wir zuerst die Schnittpunkte und setzen f von x gleich g von x. Eingesetzt sieht das Ganze so aus, e hoch x minus 1/2 x². Ist gleich e hoch x minus x. Zuerst bringen wir alles auf eine Seite, das bedeutet minus e hoch x und plus x. E hoch x minus e hoch x kürzen sich weg und dann haben wir nur noch x minus 1/2 x² ist gleich 0. Da beide Terme ein x gemeinsam haben, klammern wir dieses x raus. Und beim ersten Term bleibt nur noch eine 1 übrig und beim zweiten 1/2 x. Ist gleich 0. Mit dem Satz von Nullprodukt können wir dann gleich die erste Lösung hinschreiben, x1 ist gleich 0, und um die zweite zu bestimmen, muss man noch in diesem Fall ein bisschen umformen, also entsprechend plus 1/2 x, dann ist 1 gleich 1/2 x, und um die 2 rüberzubringen, multiplizieren wir die Gleichung mit 2, dann haben wir 2 ist gleich unsere zweite Lösung. Also x2 ist gleich 2. Damit haben wir die Grenzung für unser Integral. Einziges Problem, was wir noch haben, wir müssen noch entscheiden, in diesem Bereich, auch ohne eine Skizze, welche Funktion oben, welche unten liegt. Dafür nehmen wir zwischen 0 und 2 einen einfachen Wert, in diesem Fall die 1, und setzen es in beide Funktionen ein. Also wir berechnen sozusagen f von 1 und g von 1. Also, eingesetzt sieht das Ganze so aus, e hoch 1 minus 1/2 mal 1 hoch 2. Auch wenn man kein Taschenrechner zur Verfügung hat, kann man das gut abschätzen. E ist nichts anderes als 2,71, also die Eulersche Zahl, ungefähr. Minus, am Ende 0,5, sind wir bei 2,21. Entsprechend in die zweite Funktion eingesetzt, e hoch 1 minus 1, sind dann 2,71 minus 1 sind ungefähr 1,71. Also, wir können ganz einfach erkennen, die Funktion f hat einen höheren Funktionswert, deshalb liegt sie in diesem Bereich zwischen 0 und 2 über g. Entsprechend können wir dann endlich unser Integral bilden, und zwar von 0 bis 2 von f von x minus g von x dx. Dann setzen wir unsere zwei Funktionen ein, und kriegen dann e hoch x minus 1/2 x² minus die g von x, natürlich eine Minusklammer einsetzen, e hoch x minus x dx. Es ist sehr empfehlenswert, bevor man an den Hauptsatz denkt, erstmal die Terme hier zusammenzufassen, damit kriegt man einfach ein Integral raus. Und zwar, wenn wir die Minusklammer auflösen, wird sich auch diesen Fall lohnen, zusammenzufassen. Wir haben dann minus e hoch x plus x dx
Und wir merken ganz einfach, e hoch x und minus e hoch x kürzen sich weg. Entsprechend bleibt dann nur noch übrig minus 1 halb x² plus x dx. Mit Hilfe des Hauptsatzes bilden wir als nächstes eine Stammfunktion. Die lautet dann minus 1 Sechstel x hoch 3 plus 1 halb x² und das Ganze von 0 bis 2. Dann wird zuerst die obere Grenze für das x eingesetzt. Entsprechend ergibt sich dann minus 1 Sechstel mal 2 hoch 3 plus 1 halb mal 2 hoch 2. Minus, und dann wird die untere Grenze, also die 0, eingesetzt. Wir können uns schon vorstellen bei dieser Funktion, was an dieser Stelle passiert. Natürlich wird der ganze Term zu einem Nullterm. Umso einfacher für die Rechnung. Das, was übrig bleibt, fassen wir zusammen. 2 hoch 3 sind 8. Entsprechend haben wir dann minus 8 Sechstel plus 2 hoch 2 an dieser Stelle durch 2 sind dann 2. Und das Ganze können wir noch zusammenfassen bzw. kürzen. Wenn ich die 8 und die 6 mit 2 kürze, dann bleibt oben eine 4 und unten eine 3. Und dann haben wir minus 4 Drittel plus 2. Die 2 kann man auch erweitern mit einer 3. Dann hat man minus 4 Drittel plus 6 Drittel sind entsprechend 2 Drittel oder ausgerechnet ungefähr 0,67 Flächeneinheiten. So, ein kurzer Hinweis noch, und zwar, wenn man irgendwie sich vertut und die zwei Funktionen vertauscht, ist nicht weiter tragisch. Man kriegt das gleiche Ergebnis raus, nur mit ein negatives Vorzeichen. Aber wünschenswert ist es, dass man erkennt, welche obere und welche untere Funktion ist. Zum Schluss noch ein kleiner Hinweis. Wir sind gewohnt von der allgemeinen Flächenberechnung, dass wenn Flächen unter der x-Achse liegen, sie ein negatives Vorzeichen haben. Das trifft hier bei der Berechnung der Fläche zwischen zwei Funktionen nicht zu. Wir schauen uns folgendes Beispiel an. Nehmen wir an, wir möchten diese Fläche hier zwischen den zwei Funktionen ausrechnen. Wir erkennen ganz gut, die Fläche liegt teils über der x-Achse, also im positiven Bereich, und teils unter der x-Achse im negativen Bereich. Das interessiert uns aber nicht für die Integralberechnung. Wichtig sind wieder nur die Grenzen, also die linke Grenze fängt bei 0 an und die rechte Grenze ist bei dem anderen Schnittpunkt, gehen wir davon aus, wir haben ihn ausgerechnet und er ist ungefähr 2,6. Um die Fläche zu bestimmen, stellen wir ganz einfach ein Integral von 0 bis 2,6, wieder von den oberen minus unteren Funktionen, in diesem Fall ist f von x die obere Funktion in diesem Bereich, minus g von x die untere. Und mit dem Hauptsatz könnte man die Rechnung wieder zu Ende bringen.